Activision präsentiert. Es funktioniert. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Boah, das ist so episch gemacht, ne? Okay, stopp. Bevor das Video weitergeht, möchte ich noch sagen, dass ich ein absoluter Mega-Vollidiot bin und es im Hintergrund, ja, Störgeräusche gibt. Ich wusste es schon beim Aufnehmen, dass es Störgeräusche gibt, aber ich wusste nicht, dass die so krass sind und dass sie so krass stören. Jetzt sind sie leider in diesem und auch in den nächsten zwei Parts leider da. Ich kann es jetzt nicht ändern und ich hoffe, ihr überlebt es. Und außerdem habe ich auch den Spielsound ein bisschen zu laut gehabt. Also man versteht mich trotzdem noch, trotzdem ist es jetzt nicht so ganz ideal. Ihr werdet es überleben, vor allem weil das alles zusammengeschnitten ist und so weiter und so fort. Das wird schon irgendwie gehen. Trotzdem entschuldige ich mich dafür. Es fuckt mich selber übelst ab. Es fuckt mich höchstwahrscheinlich noch mehr ab als euch. Und ja, viel Spaß mit dem Part. Ich bin so gehypt. Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Es ist... Oh Gott, es ist so cool. Mit diesem alten Artstyle. Und jetzt da diese neue... Oh mein Gott, es ist geil. Jetzt springt der bestimmt auch gleich rein, ne? Ja, oh, cool. Oh, ich bin... Oh, das ist so cool. Es ist so mega cool, okay. Und damit hallo und willkommen zu Crash Bandicoot Insane Trilogy oder Trilogy oder ist ja auch scheißegal. Hallo und willkommen zu meinem absoluten Hype-Spiel. Crash Bandicoot Insane Trilogy beinhaltet drei Remakes und zwar ein Remake von Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Strikes Back und Crash Bandicoot 3 Warped. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch eine Sache sagen und zwar, ich habe keine Ahnung, was abgeht und zwar immer, wenn ich dieses Spiel, ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, wenn ich das aufnehme, also dieses Spiel und nebenbei das Ganze mit dem Mikrofon, dann gibt es immer ein Knacksen beim Mikrofon. Ich hoffe einfach, das geht jetzt bald weg, scheißegal, ich will es jetzt spielen, also falls es nicht funktioniert, es ist mir jetzt wirklich absolut egal, ich will es jetzt spielen. So, oh, ich bin so gespannt, wie jetzt das Intro aussieht, das war damals auf der PlayStation 1 schon so cool und oh, das sieht so schön aus. Wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge. Okay, ich bin ruhig. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex. Alter, wie geil das ist. Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt. Schnapp die! Oh, das ist so cool. Es ist genauso wie damals auf der PlayStation 1. Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor. Der Hype ist real. Oh Gott, da ist er. Da ist er. Es sieht... Oh mein Gott, sieht das schön aus, ey. Also ich habe, wie schon gesagt, kaum was davon gesehen. Ich habe nur ein paar Gameplays angeguckt, um mir das einmal drauf abzuspritzen und ja. Und jetzt kann ich sie selber spielen und oh Gott, sieht das geil aus. Ich bin ja einer der Kinder, die damals mit der PlayStation 2 aufgewachsen sind so. Und auf der PlayStation 2 konnte man ja auch die Spiele von der PlayStation 1 spielen. Ich habe natürlich alle Crash Bandicoot Spiele gesuchtet. Die 100%, ich sag mal, was ist bei den 100% Geld? Alle 100, alle Edelsteine zu sammeln und darunter auch alle Kisten einzusammeln. Also alle Kisten kaputt zu machen. Diese Kisten, die man hier sieht. Und diese Kisten in PlayStation 1 alle zu zerstören und so dann auch die 100% zu sammeln, ist so schwer. Ich habe das auch nur einmal geschafft. Da war ich 12 oder so und seitdem habe ich Crash Bandicoot 1 auch noch nicht mehr gespielt. Das ist echt schon lange her, als ich das Originalspiel gespielt habe. So. Und soweit ich weiß, muss man jetzt einen Weg zurücklaufen. Genau. So, ich weiß nicht, muss ich irgendwas erklären hier? Eigentlich nicht, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass jeder Crash Bandicoot kennen müsste. Für die, die das Video gucken, werde ich jetzt vielleicht eine kleine Erklärung einblenden.
Das hier ist Crash Bandicoot und deswegen heißt auch das Spiel Crash Bandicoot, weil Crash Bandicoot ist der Hauptprotagonist und Crash Bandicoot ist ein Jump'n'Run-Spiel. Das heißt, in diesem Spiel muss man jumpen und runnen. Und zwar müssen wir alles bekommen. Dafür müssen wir auch... Okay, der Sprung war ein bisschen knapp. Fuck! Fuck! Also, das sieht so geil aus. Okay, ich werde alle Kisten einsammeln. So, bam! Edelstein, easy. Oh, das ist so... Oh mein Gott, das ist cool. Das ist wie auf der PlayStation 1. Jetzt fallen da alle Kisten auf Crash rauf. Oh, ist doch nicht hier so. Bei der PlayStation 1 war das so, dass alle Kisten immer auf Crash raufgefallen sind, die man eingesammelt hat. Und dann wurde dann immer angezeigt, ob man welche vergessen hat und so. Das ist so cool. Oh, die Musik allein. Ich habe ja schon die ganzen Tracks durchgehört. Ich habe auch welche schon für Videos benutzt. Zum Beispiel für dieses Top 5 der besten Konsolen. Ne? Ein TNT zu wirbeln ist tödlich, genau. Und dann gibt's noch Nitro-Kisten, die darf man nicht mal berühren. Ich weiß nicht, gibt's hier einen Crash Bandicoot 1 auch schon? Ja. Ja, Aku, muss ich den erklären? Das ist eine afrikanische Maske. Der beschützt uns und zwar kann man den in Kisten finden. Wenn man einen von ihnen hat, dann kann man einmal getroffen werden. Wenn man zwei von ihnen hat, kann man zweimal getroffen werden. Und wenn man drei von ihnen hat, dann ist man für eine kurze Zeit unverwundbar. Aber wie cool die Tiere jetzt aussehen. Alter, das ist heftig. Wenn man das wirklich als Kind so auf der PlayStation 1 gespielt hat, dann ist das jetzt überkrass, wie schön das aussieht. Das hier ist ein Checkpoint. Und hier ist ein Kristall, der einen wohl hier hochführt. Das sind Kristalle, die kann man, glaube ich, in anderen Leveln einsetzen. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Also so war es auf jeden Fall in Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2 ist auch mein absoluter Lieblingsteil der Reihe und auch mit eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Also so. Es wäre bei meinen Lieblingsspielen so Platz 3 oder so. Ich werde davon auch nochmal irgendwann ein Video machen. Ich glaube, wir können jetzt eh nicht alle Kisten bekommen, wegen diesem einen Kristall da, den wir ja noch nicht aktiviert haben. Ah, genau. Oh, die Bonus-Level waren so cool. Da war am Ende immer diese Tussi, die wir im Intro gesehen haben. Genau. Oh, die fand ich als Kind schon immer so heiß, ne? Es ist so dieses perfekte Gameplay am Anfang. Oh, es ist doch so mit den Kisten. Jetzt sind die Kisten auf uns gefallen, die wir vergessen haben. Die holen wir noch nach. Das war nur dieser Kristall da an dieser einen Stelle. Auf jeden Fall in Crash Bandicoot ist dieses Gameplay so perfekt. Es wird dir ein gewisses Können beigebracht. Dann wird dieses Wissen abgefragt und dann wird es immer, immer schwerer, sodass du das, was du kannst, noch verbessern musst. Das ist perfektes Gameplay. Das beherrscht Mario gut und Crash Bandicoot sowieso. Das dann noch vermischt mit einem hübschen Level-Design, mit richtig krassen Bossen, richtig krassen Leveln. Aber soll ich euch mal was sagen? Warte mal, bevor wir jetzt hier das nächste Level starten, hier. Das ist die Hülle. Ich habe sie mir im Laden gekauft, weil ich wollte das Ganze als CD haben, um es mir auch im Laden hinzustellen und so. Und dann, ich kann jetzt nicht den Code zeigen, aber übelst die Abzocke. Da hier. So sieht die CD aus. Das ist keine richtige CD. Das ist nur so eine Scheiße, die man biegen kann und so. Da steht nämlich einfach nur der Code drauf, den man dann mal im Steam eingeben muss. Und das Level kann ich mich noch erinnern. Davon gibt es auch mehrere Versionen und später wird das richtig schwer, dieses Level. Dann sind da auch Menschen mit bei. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt auch schon diese Ureinwohner sind. Was kann man eigentlich? Gibt's hier auch schon den Arschklatscher? Den Bauchklatscher? Gibt's den schon? Kann man den irgendwie machen? Oder kann man sich ducken? Oder so? Nee, ducken kann man sich noch nicht. Das geht dann erst im zweiten Teil. Okay. Hier bei diesem Plattform muss man ein bisschen aufpassen, weil da rutscht man so ein bisschen runter. Ich möchte ungern schon in den ersten Leveln sterben. So, warte mal, was macht man nochmal gegen den? Ich glaube, den muss man einfach im richtigen Moment runtersch... Oder? Warte mal. Ah, okay. Ich freue mich vor allem... Also ich freue mich und... Ich freue mich auch irgendwie nicht auf die Schweine-Level. Ich glaube, in Crash Bandicoot 1 war es ein Schwein, ne, auf das man hier geritten ist. In Crash Bandicoot 2 war es dann ein Eisbär. Und in Crash Bandicoot 3 war es der kleine Tiger, ne, mit Coco. Also Crashs Schwester. So, ein paar Leben. Warum habe ich nur 30 Kisten? Wo habe ich dann welche verpasst? Okay, warte mal, müssen wir zurückgehen. Oder war da wieder ein Kristall, so dass wir das gar nicht hätten bekommen können? Oder warte mal, hier drauf vielleicht. Nee, da ist nichts, okay. Hätte sein können, wäre sehr asozial gewesen, aber hätte sein können. Nintendo, da hinten! Da ist was, komm ich nach da hinten. Ah, seht ihr das, da im Hintergrund? Da war was, okay, warte mal. Ich glaube ganz am Anfang, da ist irgendwas. Da guck mal. Wie komme ich da weg? Ah, da sind auf jeden Fall die restlichen Kisten. Vielleicht muss ich von oben da irgendwo runterspringen. Oh, das wäre krank. Das wäre heftig fies. Ah, fuck. Warte mal, wir kommen nicht hinter. Doch. Ah! Oh, ich habe gerade übelst viel Zeit verschwendet. Na klar, wir brauchen diesen Kristall. Und dann kommen wir hinter dem Ziel und da sind die restlichen Kisten. Hier brauchen wir dann auch wieder einen Kristall.
Ich glaube, diese Kristalle bekommt man in anderen Leveln. Zum Vergleich, für die, die das Video gucken, der Stream geht jetzt schon 19 Minuten. Ich sag, das Video geht jetzt... Oh nein. Oh, die Level waren die asozialsten, ne? Im ersten Teil, da wird man von dieser Kugel verfolgt. Oh, die waren so schwer. Hier war es auch immer so schwer, die Kisten zu bekommen. Im ersten Teil, da wird man noch von dieser Kugel verfolgt. Im zweiten Teil war es, glaube ich, ein Eisbär. Ja, es war ein Eisbär. Und im dritten Teil war es doch dieser Dino, ne? Genau. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh, die Musik. Die ist so cool. Ich sag, ich glaube mal, beim ersten Mal sind die noch nicht so asozial. Guck mal, wie geil Crash läuft, wie cool das aussieht. Ja, das erste Level ist noch nicht so schwer. Das ist dieses Wissen aneignen und das später verbessern und nutzen, was ich am Anfang angesprochen habe. Ja. Da haben wir auch gleich den Kristall für alle Kisten. Ja, das Level war jetzt nicht schwer. Oh, die Level waren so cool. Im zweiten Teil waren sie nicht mehr cool. Da war, oh, im zweiten Teil, da gibt's diese farbigen Kristalle. Und da ist ein Kristall so asozial, weil da muss man auf Zeit fahren. Das war der gelbe Kristall. Oh, der war so schwer. Aber Alter, wie heftig sieht das Wasser aus. Und generell alles, wie das hier ausschaut. Oh, das sieht so schön aus. Das Wasser sah so schön aus, da musste ich gleich mal darin schwimmen gehen. Ne? Am Anfang war eine Kiste, Gott sei Dank bin ich gestorben. Wie asozial war die denn? Die hab ich gar nicht gesehen. Guck mal, man spawnt ja hier. Und hier ist die Kiste. Boah, wie scheiße. Alter, wie schön das aussieht. Ich spritze gleich ab. Bam, 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 bam. Oh, ich hab richtig Bock für die Videos so ein cooles Intro zu basteln. Also können wir jetzt in diesem Level wieder nicht die ganzen Kisten bekommen, ne? Aber ich glaube, das war auch das, was mich damals in Crash abgefuckt hat. Dass man die Edelsteine alle haben muss. Das ist aber nur in dem ersten Teil, glaube ich, so extrem gewesen. Also im dritten Teil war es definitiv nicht mehr so krass. Und im zweiten Teil, da brauchte man nur diese farbigen Edelsteine. Also den gelben, den roten, den grünen und so, um an bestimmte Passagen zu kommen. Hier ist es ja fast in jedem Level und das ist ein bisschen assi. Oh, da kommt ja auch ein Crash Twinsanity wieder vorne. Ich will ein Remake von Crash Twinsanity. Das ist eine Arschritze. Guckt mal, Bam. Oh. Oh, Crash punktet halt auch allein schon durch den Humor, ne? Oh. Das bin ich, wenn ich Hunger hab, ne? Guck mal, kann man sich nicht einfach auf diesen Stuhl stellen und trifft er eigentlich? Warte mal, das probiere ich jetzt aus. Vielleicht sterbe ich jetzt gleich. Nö. So kann man schummeln. Okay. Gut. Easy.